Willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 3. Und ja, wir haben das letzte Mal dafür gesorgt, dass die Tür jetzt komplett offen ist, weil wir eine schöne Wasserprobe angepasst haben oder so. war ein schönes Rätsel eigentlich. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Vor allem dachte ich ja, hier der Bereich wäre der böse Bereich alles. Aber dem ist ja gar nicht so. Jetzt habe ich Angst davor, was mich jetzt hinter der Tür erwartet. Nichts Gutes. So viel sollte, glaube ich, einem klar sein. Schieß doch. Ja, genau. Schieß nicht auf das Fass. Ich wollte gerade sagen, der ist wie die Henne. Wie die Hühnerchen. Die einfach so kopflos herumlaufen. Ich weiß, ich hätte die auch runterlocken können oder dann explodieren, bla 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 bla. So macht es aber viel mehr Spaß. Und ich habe Munition, besser geht nicht mehr. Mal davon abgesehen. Okay. Okay, hier ist es immer noch kaputt, aber wenigstens ist ja die Tür jetzt oben offen. Das war ja das, was wir bezwecken wollten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, dadurch, dass ich mich hier an nichts erinnere, weiß ich auch nicht mehr, wie lange es geht, aber ich glaube nicht mehr allzu lang. Definitiv nicht mehr allzu lang. Das habe ich aber schon öfters gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Ich sage vieles sehr oft. Und? Okay, das geht ja noch. Wie sehen die? Ein Gang und ein großer Raum. Großer Raum, böse. Großer Raum ist immer böse. Was ist das? Das ist nichts Gutes. Still wandering around. Nikolai? So, you want to get out of here alone? Is that your plan? I made certain none of the other supervisors survived. Since I'll be the only one who knows what really happened, I'll have more bargaining power when it comes to discussing my bonus. Then why kill me? I'm not on their payroll. What you eliminated for reasons of their own. The amount is modest, but there is a reward to be claimed upon the confirmation of your death. That's great. Except I have no intention of contributing to your retirement. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Für Nikolai. Und für mich. Das sieht auch nicht gut aus. Fuck, was war das? Will ich es wissen? Ist so eine andere Sache, ne? War da eine Cutscene? Dem geht's gut, chill, der hängt nur ein bisschen ab. Ach, jetzt brauchen wir die ja endlich mal. Ach Gott, ich ahne Schlimmes, ich ahne sehr, sehr Schlimmes. Ich ahne unwahrscheinlich Schlimmes. Nein! Ach Gott, nein! Nein! Nein, das kommt mir alles bekannt vor. Countdown und nein! Ich hab's geahnt. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Sicherheitshalber werde ich das erstmal ausrüsten. Und, wo sind die anderen Teile davon? Hier, hier ist ein Teil. Los, greif mich an! Greif mich an, wo immer du auch bist! Los! Ich weiche aus! Ich weiche nicht aus! Nein! Nein! Jay! Weißt du, sonst konntest du immer ausweichen, wie blöd, und jetzt nicht mehr. Jill. Nein, nicht das da. Jill.
Ah, wie ich mich freue. Gut, dass ich im Vorlauf aufgenommen habe. Ach ja, komm. Oder kann ich das selber andingsen? Oder muss er mich gar nicht angreifen? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße. Aber ich kann es anschießen. Okay. Und der hat es abgekriegt. Oder wie gut's oh, mir geht es aber noch sehr gut. Ich bin erstaunt. Wieso macht er mir keinen Schaden? Nein. Chill. Nein! Ey, hör auf, Nemesis. Komm her mit deinem Tentakelarm. Nein, 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 nein. Renn, renn, Jill, renn. Nicht, nicht dingsen. Oh. Oh, das war knapp. Nein, verkehrte Richtung, Jill. Was weißt du? Jill, immer noch verkehrte Richtung. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier sind noch... Die kann ich alle nutzen, oder? Die Zeit wird langsam knapp, habe ich das Gefühl. Und ich dachte schon, der backt... Genau, Nemesis backt ein bisschen rum. Mal ein bisschen Backe, Backe, Kuchen und dann ist alles in Ordnung. Chill nicht nach unten. Zu ihm, genau. Diesmal kann ich es vielleicht sogar beim ersten Mal schaffen. Das wäre so cool. Sagte sie und stirbt. Nein, Jill. Jill! Guck mal, der... Jill, der feuert in eine ganz andere Richtung. Was machst du? Jill! Verkehrte Richtung. Jill! Das Autovisieren ist doch ein bisschen doof, ne? Jill, immer noch verkehrte Richtung. Nur mal so ganz nebenbei. Sehe nicht. Nemesis? Hallo? Ich glaube, er ist erledigt. Da ist die Karte. Oh Gott, muss ich den Countdown jetzt auch noch nutzen, um abzuhauen? Wo ist der Typ? Wo liegt der? Scheiße. Wo liegt der? Ernsthaft. Da ist er, da ist er. Jill, nimm ihn. Nimm die Karte. Jill. Ich bin so froh, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. Und jetzt wird es daran scheitern. Ja, der ist der Keycard-Creator. Benutze ihn. Scheiße, ich muss das wirklich komplett zum Abhauen benutzen, oder? Mit 16 Sekunden schaffe ich locker. Nein. War außen. Doch nicht. Okay, gut. Puh. Das hat aber wieder eine Cutscene. Oh, ist aber schön, ich habe es das erste Mal geschafft gegen ihn. Ja, jetzt war ich ein bisschen geübter, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich habe viel zu viel an Zeit gebraucht. Jetzt ist das blöde. Ey, du lebst noch. Nein, lass das. Meine Shotgun ist weitaus besser. Okay, jetzt ist aber noch die Sache... Gut, ich habe den Card Reader. Unten war nichts mehr, aber da oben... Ach, da war doch auch mit dem Card Reader, oder? Da gehe ich als erstes hin. Weil es läuft ja kein Countdown und so. Also nicht mehr. Da will ich wenigstens noch hin. Und ich werde ganz, ganz, ganz mutig nicht speichern. In der Hoffnung, dass ich nicht nochmal gegen Nemesis kämpfen muss. Aber es hat ja geklappt. Ich bin erstaunt. Aber auch nur, weil Nemesis so blöd in der Gegend herumgefuchtelt hat und nicht in meine Richtung. Schöner wäre es doch gewesen, wenn sie ihn auch als Primärziel anvisiert hätte und nicht die Teile, um das Dings herumzudingsen. Das Dings herumzudingsen. So, und was ist jetzt noch hier unten?
Ist immer schön, weißt du? Es heißt dann, oh, evakuieren, immediately, also sofort und dies und das und jenes. Und du läufst dann noch rumherum. Noch ein bisschen so herum. La 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 la. Ist das Leben nicht schön? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss nochmal gegen Nemesis kämpfen. Mist. Mann, ich will das benutzen. Ich will, dass das da was da drin ist. Wo eine Plastikkarte reinpassen könnte. Ja, und das hat doch sowas dran. A plastic card engraved with an ID is attached to it. It seems to be coated with some kind of special painting. Ja. Benutze es. Das wird's ja auch nicht. Komisch. Wir wissen, was da drin ist. Da habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Oh, das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt mehr als doof. Das ist bestimmt irgendwas total Wichtiges, was ich brauche. Ich habe keine Ahnung. Aber ich will das. Aber ich kann das. Kann ich das eigentlich mit dem Messer abmachen? Das Messer lag hier irgendwo. Da? Ach nee, komm, nicht check. Ich wollte es kombinieren. Nee, kann ich leider nicht. Okay. Ah, den Schlüssel brauche ich auch noch für irgendwo. Fragt sich nur für wo. Achso, das Messer kann ich auch wieder weglegen. Ja, ihr habt richtig gesehen, ich speichere. Nein, weil ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich nochmal gegen ihn kämpfen müsste. Bin mir da aber überhaupt nicht sicher. Ist aber das letzte Mal, dass ich speichere, definitiv. Wahrscheinlich, weil das Spiel eh gleich vorbei ist. So, jetzt noch das da und jetzt können wir weiter. Ich muss dran denken, dass in dem Flur ja noch dieses eine Krabbelvieh ist. Das hatte ich ja noch nicht erledigt. Wo ich dann hier hin musste. Aber vielleicht ist es mittlerweile auch gar nicht mehr da. Okay. Ja. Habe ich kein Problem mit. Damit habe ich eher ein Problem. Und die Karte brauche ich auch nicht länger. Sind die anderen tot? Ich wollte gerade sagen. Jetzt, genau. So, die sind jetzt aber tot. Hier kriege ich nochmal Heilung. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich da, was ich davon halten soll. Aber ich kann sie trotzdem mal mitnehmen. Den Platz habe ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Massen an Items bekommen werde. Ich finde es auch komisch, dass ich da nochmal Heilung kriege. Bedeutet nie was Gutes, oder? Oder sag doch bitte was anderes. Keine Musik. Jill! Jill, where are you? If you can hear this transmission, respond immediately. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. The city's about to become ground zero. Hurry up! And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here.
Okay. Okay. Schön und gut. Ich hätte trotzdem über dieses Plastikstück, womit ich da das unten aufmachen kann. Was haben wir hier denn noch alles? Was ist das? Nein, das ist nichts, was ich benutzen kann. Hier sind noch Magnum-Munition. So viel dazu, dass ich das Gefühl habe, eh nicht mehr mit so vielen Items vollgepackt zu werden. Ach gut, hätte ich auch eigentlich auch da liegen lassen können. Ich vergesse das jedes Mal. Ich drücke immer nur Leertaste, Leertaste, Leertaste. Okay, aber sonst ist hier nichts mehr. Und das da? Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Yeah. Ich bin gerade überhaupt nicht froh darüber. Aber wirklich überhaupt nicht. Warum? Weil ich in Erinnerung habe, dass ich noch einen Raketenwerfer kriege. Ist er tot? Ist er nicht tot? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind alle tot. Irgendwie auch nicht. Oh, hängt da noch was an der Wand? So viel Zeit muss sein. Okay, irgendwas. Ich hab's ehrlich gesagt nicht wirklich gelesen. Ah, oh, wusste ich's. Gott, ich habe absolut kein gutes Gefühl mehr. Absolut nicht. Absolut nicht. Vor allem ist eigentlich der Part an der Stelle zu Ende. Aber ich mache jetzt trotzdem weiter. Oh, da liegt noch ein Foto. Das muss mitgenommen werden hier. Oh, es ist auch ein schönes Foto mit leuchtenden Augen. Der daneben lag, sah auch süß aus. Oh. Es gibt alles kein Zurück mehr. Ach, das kann. Kann ich verschieben? Okay. Der sieht auch super aus. Es ist so still. Es gefällt mir gar nicht. Nicht genügend Power? Ich verstehe es nicht. Aber bei dem anderen, bei dem ist ein grün, also ein gelbes Licht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Vor allem, ich kann die ja nicht anders schieben. Da ist auch noch mal. Und draufklettern kann ich auch nicht. Und ich bin verwirrt. Und kann hoffentlich durch die Tür. Nein, natürlich nicht. Die ist irgendwie abgeschlossen. Ach, toll. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Muss ich das anschießen? Nein. Ah! Ich kann jetzt reinschieben.
Auf die Idee muss man erstmal kommen. Nein. Nein? What the? Was bist du denn? Irgendwas Ekliges jedenfalls. Ich hoffe einfach, Jill weicht aus. Ich habe eh schon viel zu viel Zeit vergeudet hier. Ach gut, ihr geht's auch noch gut. Mal davon abgesehen. Ich weiß auch nicht, ob ich es töten soll. Ja, komm, Jill. Weich nicht aus, wenn du ausweichen sollst. Ich nehme einfach mal. Das wird eh nichts mehr. Ja, ja, genau. Aber wahrscheinlich hätte ich einfach wegrennen sollen. Nein, 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 nein. Noch haben wir ein bisschen was an Heilung. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nein, wenn man nur in die richtige Richtung rennen würde. Nein, Jill. Jill, stell dich richtig hin. Stell dich richtig hin. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Ich mache die Dinge echt immer kompliziert, unnötig. Na gut, ich bin learning by doing, ne? Ich höre dem nicht mehr wegen der Musik. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Ich hoffe, mir passiert nichts. Aber ich hoffe, dem Tier passiert was. Ich bleib einfach mal stehen und guck mal. Ich guck zu. Ich genieße die Lasershow. So langsam bin ich mir sicher, dass ich ihn hätte nicht besiegen können. Oh, wenigstens die Tür offen. Einfach ab. Hau ab. Ignorieren und abhauen. Hätte ich mehr Zeit, dann würde ich mich dem natürlich entgegenstellen und hier voll fertig machen und alles, ne? Trotzdem endet es nichts daran, dass ich das Gefühl hatte, man hätte einen Raketenwerfer, aber das kann ich auch mit irgendeinem Teil verwechseln. Jill! Over here! I guess we're all set. All right then, we're out of here. Oh no.
It's here. It's time to go. Unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Ja, das Spiel ist vorbei. Ich habe es geschafft, auch wenn anfangs ein paar Probleme meinerseits waren. Einmal die Steuerung, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt bin. Es war ja zudem auch mein erstes Resident Evil Spiel und wusste ich ja noch nicht, was für Möglichkeiten sind. Und da das Ganze ja für mich eigentlich auch irgendwie blind war, vor allem komplett ab den Clock Tower sowieso, wusste ich halt auch manchmal nicht, wie ich jetzt am besten laufe, wie ich was am besten mache. Aber ich finde, das gehört halt einfach dazu. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht zu sehr zur Weißglut gebracht. Und im Punkto, ich glaube, ich sollte einen Raketenwerfer besitzen. Ich habe eben in die Lösung reingeguckt. Und da stand irgendwie, dass man den Laborschlüssel irgendwie in ein Kartenlesegerät reingeben soll, um den Code zu verändern. Und dann hätte man aus dem unteren Schrank, den ich nicht öffnen konnte, den Raketenwerfer bekommen. Und dann, wenn ich halt diesen Funkspruch von Carlos kriege, hätte ich da irgendwie das, was da auf uns zukommt, abschießen sollen mit dem Raketenwerfer. Ich habe es aber auch so geschafft, also ist nicht so dramatisch, auch wenn ich dann das zum Schluss etwas länger gemacht habe, als es eigentlich unbedingt notwendig war. Oh Mann, ich kann aber auch manchmal auf dem Schlauch stehen. Ja, mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Generell, Resident Evil hat einfach eine geile Atmosphäre, vor allem wenn das noch so aufgebaut ist. Und ja, jedenfalls bin ich froh, ich habe es geschafft. Und ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht beim Zusehen. Seid nicht zu arg verzweifelt. Und mich würde es interessieren, ob ihr dann gerne mal wieder ein Resident Evil Let's Play bei mir sehen wollt. Und ja, lasst dazu einfach mal eure Meinung in den Kommentaren da und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, das Spiel ist vorbei, der Abspann ist vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.